Sie sitzt auf dem Stuhl, trägt ein Kleid weit und leicht, und im Rahmen sieht sie an der Wand Zeugnisse, Urkunden, Facharztdiplom. Sie ist froh, sie ist in guter Hand. Die Mädchen sind freundlich, begütigend sagen sie: Jetzt wollen wir doch mal sehen. Das dauert eine Woche, vielleicht etwas mehr, und man tröstet sie, es wird schon gehen. Was kann ich tun? So fragt sie weinend. Wo soll ich hin? Er sucht nach mir. Er meint's ja nicht böse und ändert sich bestimmt einmal. Dabei war er früher doch so lieb zu mir. Der Doktor ist rührig, sein Tun routiniert. Er untersucht gründlich und mit Geschick. Besieht sich ihr Auge, die Rippen, den Arm, und verlegen senkt sie ihren Blick. Der Doktor bemüht sich, er duftet markant, er sieht gut aus, sympathisch, gesund. Und zweifelnd fragt er: Na, was haben Sie denn getan? Schlug er zu, einfach so, ohne Grund? Was kann ich tun? So fragt sie weinend. Wo soll ich hin? Er sucht nach mir. Er meint's ja nicht böse und ändert sich bestimmt einmal. Dabei war er früher doch so lieb zu mir. Im Korridor draußen steht ein Polizist. Er spricht zu ihr wie mit einem Kind. Ihr Mann ist sein Freund, er fragt, ob sie ihn anzeigt und was ihre Absichten sind. Sie weiß noch nicht, sagt sie, will sich erst erholen, ob man sie für undankbar hält. Sein Freund fragt sie, ob sie denn nicht heimlich froh wär, wenn ihr Mann sie trotz allem behält. Was kann ich tun? So fragt sie weinend. Wo soll ich hin? Er sucht nach mir. Er meint's ja nicht böse und ändert sich bestimmt einmal. Dabei war er früher doch so lieb zu mir.